Einen schönen guten Tag, mein Name ist Juno und ich bin Zauberkünstler. Und ich wollte ein klein wenig erzählen über Illusionen, weil eigentlich sind Zauberkünstler Fachleute für Illusionen und Illusionen machen. Oder auch sich Illusionen machen. Denn wir schaffen nichts weiter als Illusionen in den Köpfen der Leute. Das mache ich mal deutlich anhand eines kleinen Experiments, das ich dabei habe, mit einem Faden. Ich habe eine Garnrolle dabei, da nehmen wir ein Stück von. In etwa so viel, das sollte reichen. Und dieses Stück Garn ist natürlich Realität. Aber was ich euch damit zeigen werde, das ist eine Illusion. Ich tue nämlich so, als würde ich ein Stück davon abreißen. Hattet ihr die Illusion? Das sah nur so aus, als würde ich ein Stück abreißen. In Wahrheit habe ich nur so eine Bewegung gemacht, wie ein Pantomime, der vorgaukelt, er würde etwas tun, was gar nicht wirklich passiert. Und man hört es auch knacken. Das mache ich heimlich mit meinen Fingernägeln. In dem Moment, in dem ich diese Bewegung für das Garn zerreißen mache. Nichts weiter als kleine Illusionsschnipsel sind es. Den Faden habe ich nicht zerrissen. Jetzt gibt es sogenannte Hauptillusionsschnipsel. Da ist schon einer und Nebenillusionsschnipsel. Und die werden zusammengekugelt zu einem kleinen Kügelchen. Man könnte auch sagen, dabei entsteht eine Kugelillusion. Ein ganz klein wenig befeuchten. Und dann nimmt man die Kugel und klebt sie quasi auf den Hauptillusionsschnipsel drauf. Da entsteht ein etwas seltsames Gebilde. Und wenn man jetzt etwas pustet, dann sieht man, dass es sich tatsächlich nur um eine Illusion gehandelt hat. Denn den Faden, den hatte ich nie zerrissen. Das Schöne an der Zauberkunst, an der Illusion, ist, dass sie uns überall begegnet. Tagtäglich und auch manchmal im Leben einem wirklich helfen kann. Mein Vater zum Beispiel, der hat mir ein wunderbares Kunststück und eine wunderbare Geschichte mitgegeben auf mein Leben. Was man machen würde, wenn man wirklich zaubern könnte. Die meisten Leute sagen, naja, ich würde halt Geld zaubern. Aber das ist banal. Nein, es geht mehr um eine Lebensweisheit, die er mir mitgegeben hat. Und zwar mit seiner alten Streichholzschachtel. Ich habe die einmal mitgebracht. Das ist so eine, ja, die ist schon sehr alt. Da steht noch drauf, 5 Pfennige. So viel hat die seinerzeit gekostet. Pfennige, muss ich erklären, sind halbe Cents. 5 halbe Cents. So viel hat dieses Streichholzschachtel mitsamt Inhalt gekostet. Weißt du, Junge, sagte mein Vater, wenn du mal so richtig fertig bist und richtig am Boden liegst, dann brauchst du Zuversicht. Zuversicht und positive Energie. Und die steckt in der Schachtel drin. Schau es dir genau an. Und mit etwas positiver Energie und Zuversicht schaffst du es, auch wieder auf die Beine zu kommen und dich aufzurichten. Eventuelle Rückschläge muss man natürlich immer in Kauf nehmen. Aber wenn du bereit bist, offen zu sein für deine Mitmenschen, die Arme weit öffnest, und wenn du bereit bist, dich zu öffnen mit deinem Herzen, dann wirst du am Ende etwas sehr Schönes erleben, weil in dem Moment, wo du es schaffst, dich zu öffnen, wird die Freude in dein Leben zurückkommen. Und am Ende wirst du vor Freude am liebsten auf den Tisch springen. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam, dass wir bald wieder vor Freude auf die Tische springen können. Mach das Beste draus.